Hallo, meine lieben Manager-Freunde, ich bin's, der Kato, und ich präsentiere euch jetzt mein Let's Play zum Fußballmanager 2013. Wie ihr jetzt schon gesehen habt, Alex hat auch seine Manager-Karriere gestartet, mehr oder minder erfolgreich bisher. Und da dachte ich mir, ich fange auch mal mit einer Manager-Karriere und würde sagen, fange ich mal ein neues Spiel an. So, mal gucken. Na, was machen wir jetzt? Standardmodus oder Verein gründen. Beides ist ja sehr, sehr attraktiv. Machen wir mal Standardmodus. Weil das Spiel natürlich. Ich wollte auch Spaß haben. Bei der Sache. Standard wie einfach, ja, wie immer. Und ein Spiel, das wäre es nicht. Aber ohne zu vertreten. Ich mag zu dieser Schwierigkeit. Deutschland, gucken wir mal. Spargel muss nicht dabei sein. Vielleicht muss vielleicht was noch für die Rettung her. So. Ja, was kann ich zum Manager sagen? Er ist ja kurz natürlich draußen, der Manager, und ich habe einfach schon halt kurz reingeschnuppert, so, aber noch nicht so großartig gespielt. Scouting auch normal und Moral. Wollen wir nicht zu einfach machen. Ich auch mal Richter. Jetzt ist die Frage, wen übernehme ich? Alex hat seine Bremer genommen und ich muss natürlich meine Hamburger nehmen. Und sagen wir mal. Okay. 3 Jahre, komm, nee, 2. Machen wir mal jetzt. Nationalmannschaften? Nee, möchte ich nicht. So, da sind schon meine Hamburger. Da kommen wir gleich zur Auslosung. Komm, wen wir spielen müssen. Einheim. Gegenkräuter für Ugo. Da machen wir schneller. Und wir müssen gegen Rot-Weiß-Erfurt. Ach, eine lösbare Aufgabe, würde ich sagen. Aber wie es auch der Hamburg in Realität ja geschafft hat, ist sie auch grandios in der ersten Runde rausgeflogen. Von daher wollen wir das ein bisschen besser machen. Kommt jetzt. Ja, ist auch mal bei der am Anfang, dass man gucken soll, die Ziele, die man sich steckt in der Pokal und in der Liga. Nationaler Wettbewerb. Oha. Okay. Das wird natürlich spannend. Okay, Transfer und so eine Million. Nehmen wir das mal so. Okay. Die Tipps muss ich noch ausschalten. Und hier, mein allererster Tag beim HSV als neuer Manager. Kann ja nur gut werden. Ja, willkommen beim HSV, das bin ich schon. Sonnenvorbereitung, ja, kann der Co-Trainer machen. Und für den Anfang würde ich es auch raten als Tipp. Das ist erstmal der Manager machen, der Assistent, so damit man sich erstmal auf die Mannschaft konzentrieren kann und so. Man kann ja immer noch wieder, noch, oder wenn man noch was machen will, kann man ja immer noch Trainingslager oder Spiele, Freundschaftsspiele mit reinbringen. Aber ich würde erstmal ein bisschen Assistenten machen lassen. Okay. Die Beiträge. Boah, 51.000. Boah, das ist nicht schlecht. Und nochmal die Saisonziele. Ja, das war der Wettbewerb. Mal gucken, ob wir das in Angriff nehmen können. Und auch hier neu, weil das hier sind keine Symbole. Dass man da auch schnell zuwenden kann. Also, wenn man hier aufs Gebäude, auf die Zentrale, dann kann man gehen. Aber hier kann man das jetzt auch so machen. Dann kommt nochmal erste Mannschaft. Okay, Paul Schaller.
Hey, das noch verletzt. Und ich schlimm mit dem Feuer rein. Spielbilder beim HSV. Finde ich sehr, sehr gut. So. Dann wollen wir mal gucken, was hier noch ist. Zweite Mannschaft können wir auch mal kurz reingucken. Ach, schön, das ist Assistent. Die erste Mannschaft, das immer spielen. Muss ich machen. Lass ich auch gleich den Assistenten machen. Das ist, wo ich sehr viel Wert drauf lege. Weil das ist echt, kann man echt viel Zukunft. Da will ich echt hier was aufbauen. Ja, komm, muss auch aufgestellt werden, dann wäre ordentlich. Privat, ja, komm, wir haben es doch. Mentor, ah, von der Fahrt sind wir mal hier. Das ist gerade den besten vom HSV. Was? Ja, komm. Gehen wir auch mal drüber. Auch der erste Mal schon, das darf profitieren auch die Spieler. Jetzt bei der ersten Mannschaft sind. Was ist denn der Stürmer? Der hat den Stürmer als Mentor. Ach, Gaby Masson. Ist auch noch nicht so alt, aber. Wird schon mal den Nico Teichmann. Auch in der ersten muss auch aufgestellt werden. Der kriegt Atem. Gucken, ob ich ihn auch aufgestellt habe. Ja. Da werde ich mich auch oft so ausgenommen, das würde ich ja nicht gesagt, ja. Steigern. Ja, ich werde erstmal gucken. Also auch neu jetzt hier beim 13 ist auch, es gibt jetzt noch A und B Jugend. Früher gab es ja bis, glaube ich, bis zur D Jugend. Mal gucken, was haben wir oben noch. Torwart, gehen wir auch mal rein. Mal auch mal drücken, auch bei der ersten, wo auch aufgestellt werden. Privat werden wir. Hamburg hat gar nicht so viel, das ist ja nur Aogo. Ist auch im Moment, glaube ich, so ein bisschen formtief steckt. Gebe ich ihn auch gleich mal Aogo. So. Das ist auf jeden Fall, wo ich sehr viel Wert drauf lege hier. Guck mal, so viel überhaupt. 12 von 20, das ist natürlich nicht so toll. Aber wir können es noch steigern. Das ist auch erst am Anfang. Und gleich mal zum Training. Das ist ein Trend, auf jeden Fall. Ich darf ihn kümmern. Komm. Ich bin nicht kaputt.
1 spielt. Okay. Wollen wir erstmal Aufgaben. Managen. Ja, Mitarbeiter. Der hier. Ja. Das war auch der Neue. Ich kann es machen, den Trainerstab. Natürlich, Trainer, mach mal den App. Da, da. Gebe ich mal ein bisschen ab. Ja. Als nächstes gut macht Sander Fischer, sehe ich jetzt auch. So, das macht sie alles. Ja, das mache ich auch. Das auch so. Ja, die stelle ich mal auf den Lehrgang, da profitieren die dann natürlich. Kostet natürlich auch viel Geld, 200.000. Aber um das ein bisschen aufzubessern, müssen wir natürlich auch ein bisschen Geld ausgeben. So, das können wir jetzt noch machen. Genau, kann ich hier nochmal die Teamdynamik zeigen. Das neue Feature auch von FM13. Hier kann man nämlich sehen, erstmal was die für Ziele haben. Zum Beispiel Fanafat möchte Spielmacher sein, aber möchte natürlich auch in einem offensiv ausgerichteten Team spielen. Gucken wir, dass Renata will Meister werden. Okay, das ist glaube ich ein bisschen zu hoch jetzt noch. Ein Kapitän, damit ich dann erfahren hätte, okay, erfahren bin ich noch nicht. Aber ich muss sagen, ein richtiger Kapitän, dann ist er ja. Weil sie viel Wettbewerb in der Mannschaft, ja. Mit dem Training gefordert werden, okay. Kommen wir zum Team, ja, wie sieht man so, Anführer haben wir ja noch keine, aber halt die Führungsspitzen, Partner, Van der Waard, Westermann und Jans. Und Newcomer, Haslan, Lahm und Salah. Ja. Statistik, ich habe das okay. Sprechen kann man auch hier. Ganz viel muss man auch mit den Spielern reden, ist auch ganz neu. Ich muss sagen, schön, dass du da bist. Ich muss glaube ich stärker werden. Ja, das ist nochmal mein Interesse, ja. Das ist ja nicht so, aber mal ein bisschen pushen, mal gucken. Glaube ich stärker werden, oder? Mal schön reden. Körperlich stärker, ja. Ist alle körperlich stärker. Adey, ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Maxim Eisner. Das ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Ja, wird halt immer nicht so. Zeigt noch was, was er eigentlich kann. Aber ich hoffe, dass es hier mal zeigen kann. Und hier noch diese Spielematrix sieht man, wer mit wem Kontakt hat und. Hier zum Beispiel kämpft um die Position. So, und man muss halt immer abschätzen, ob man jetzt sich einen Spieler mit der Probleme macht oder man halt, man kann natürlich auch dadurch gucken, passen die zusammen oder macht er halt nur Stunk oder zum Beispiel Arslan, das auch gemeinsame Ziele haben die halt. Wer zum Beispiel hier kämpft tut das um die Position, muss er immer abwägen, weil früher war es ja eher so, dass man sich Spieler gekauft hat, die halt stark waren und dann war es gut. Aber das Spiel ist halt so, dass man auch gucken muss, wie sieht es sozial sozusagen halt. Macht er nur Stumpf, wie ich schon gesagt habe, oder ist er halt in der Mannschaft weiter oder hat er auch keinen Bock zu spielen oder was weiß ich. Da kommt immer noch kein Wettner. Hier schon Trainingslager. Herzlager. Schön. Jetzt rein. Das war gut. Oh, was auf jeden Fall wichtig ist, hier schon mal einen Laktat-Test zu machen. Und mal auch noch schon den Probetraining-Tag, um irgendwelche Talente zu finden. Ach ja, das war eins, wie wir das Jahr hier haben. Kommt da auf. Ja, gehen wir mal schön essen. Fällt ja auch zum Zusammenhalt und haben wir was vergessen. Okay, das wäre es nicht. Clever. Na, ich komme immer noch mit Träge.
Adresse auch rausgeben. Irgendwas Schönes für uns ist. Ja, guck mal, was die Kosten. Genau, wir können auch nicht spielen, haben so schnell. Wird natürlich jetzt alles voll, dass ich jetzt ein Bremer Spiel als Wiese genommen habe. Aber man muss auch mal ehrlich sein, wenn es gute Spiele sind, muss man auch, auch wenn es Bremen oder so sind, muss man auch nicht immer sagen, nee, hol ich mir nicht. Aber wenn man sagen kann, machen wir mal Wochen den Wochenablauf starten. Ja, komm, jetzt länger so. Ist doch nett. Ja, komm. Ah, genau, hier das erste Training. Was sind wir denn eigentlich ziehen? Ja, wieder benutzen. Ja, komm. Wieder Tumor-Tremler auf jeden Fall. Ist noch die Umsetzung. Stimmung der Mannschaft da. Wird es gehen? Ja. Das erste Jahr gar nicht so schlecht. Diese klassischen Kaufangebote. Und Saarbrücken, ja, können wir mal machen. Was haben wir denn? Das gelbe zeigt mal so ran, zeigt an, dass sie ja Mittel, also können verlieren, aber auch gewinnen. Und grün heißt meistens, dass sie stärker sind. Und rot heißt, dass die Gegner stärker sind. Zum Beispiel Bayern. Das wird auf jeden Fall schwer. Mal ein, schwer. Ausbauen, was kann man jetzt ausbauen? Das ist mal gut. Ja, wir brauchen wir aus. Das wollen wir auch, dass wir das verbessern. Ah, und guck mal, haben wir auch eine Belohnung bekommen. Erstmal, ich spare noch ein bisschen. Das Loop ist dann ja das, auf jeden Fall das. Na, das Zentrum auf der Leckmatte, das Loop-Stadion. Oh, komm. Okay, was kommt jetzt? Ha! Und gleich Level 2. Das ist doch schön. Das freut mich. Das macht doch Laune auf mehr. Ja, ich spiele ohne privaten Bereich, ich finde das nicht immer lässt, weil sie sagen, okay. Aber ich finde das irgendwie nicht so schlecht, war so ein bisschen. Sprache, ja, Sprache, das kann ich noch. Sprache ist dann. Chinesisch, ach komm. Können wir Weltsprache zwischen das Video da weiß. Dann machen wir mal eine Woche. Ich glaube schon Start. Das gibt mir nach.